Moin Moin und ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Schwarz. Jo, im letzten Part haben wir Stratos City erreicht und ein bisschen erkundet, beziehungsweise sind hier bei den Trainern stehen geblieben. Ja, schauen wir mal, ob wir heute schon die Arena betreten. Wir haben uns auch endlich im letzten Part, am Ende des letzten Parts den EP-Teiler bekommen. Sehr, sehr schön. Hart arbeitende Frauen sind schön. Kämpfende Pokémon sind cool. Die Kampf-AG begrüßt alle Trainer, die etwas von sich halten, denke ich mal, sollte das heißen. Ich bin nach Stratos City gekommen, um Tanzstunden zu nehmen. Gott. Jeder Mensch und jedes Pokémon treffen irgendwann den perfekten Lebenspartner. Das sagte mir meine Schwester auf ihrer Hochzeit. Das muss ich ihr einfach glauben. Naja. Menschen sind je nach Wohnort recht unterschiedlich und ändert sich der Wohnort, dann ändert sich auch Regeln und Denkweise. Das ist schon ein wenig merkwürdig. Boah. Hey Trainer, sind deine Pokémon fit? Das ist das Wichtigste. Geht es deinem Team gut? Ist nichts unmöglich. Beim nächsten Mal aber, dann werde ich auf jeden Fall ein Stratos Eis probieren. Oh, was zum Teufel? Ist klar. Subro? Mein Leben ist mit Freude erfüllt, wenn ich nach der Arbeit meinen Pokéball werfen kann und sehe, wie er dreimal hin und her wackelt und dann zu guter Letzt das Pokémon sicher einzufangen. Was haben wir hier? Du befindest dich hier im Hauptsitz des automatischen Passantenumfrage-Komitees, kurz APOC. Wenn du beitreten möchtest, sprich bitte mit dem Komiteesleiter. Hallo, na, bedankst du dich auch immer... Oh, das ging zu schnell. Hallo, bedankst du dich auch immer artig? Verrate mir doch mal bitte, wie du dich bei den Leuten bedankst, ja. Also dann, bis zum nächsten Mal und immer daran denken, das ist das Wichtigste. Hallo, eine Begrüßung ist das A und O. Würdest du mir vielleicht deine Begrüßtyp geben? Was haben die Leute für Vorlieben? Was ist der letzte Schrei? Diese brennende Frage beschäftigt dich doch auch, oder? Du befindest dich hier im Hauptsitz des automatischen Passantenumfrage-Komitees, kurz APOC. Hier erzählt man die Wahrheit nichts als Fakten. Ich mag deinen scharfen Blick aus deinen Augen, sprich den der Forschergeist. Ich habe entschieden, ich ernenne dich hiermit zum unserem Sonderbeauftragten. Okay. Ein Komiteemitglied hat nur eins im Sinn: Umfragen durchführen. Zunächst erhältst du von mir die Aufträge für deine Umfrage. Dann wählst du im Umfragenradar die Umfrage aus, die du durchführen möchtest. Jetzt musst du den Weg nur noch mit den möglichst vielen Leuten kreuzen. Denn dann sammelt das Radar automatisch alle Daten. Natürlich erwartet dich auch für jede Umfrage eine entsprechende Belohnung. Dorti, ich verlasse mich auf dich. Wonach steht es dir? Nein, gar nichts. Tschüss. Hey, du bist doch neu hier. Warte mal kurz. Was? Ich würde dich gerne um einen Gefallen bitten. Ich führe gerade bei allen Mitgliedern eine kleine Befragung durch. Nimm doch bitte da auch daran teil. Also, dann legen wir mal los. Ich stelle dir jetzt ein paar Fragen zum Thema der typische Spieler. Was ist dein Hobby? Gaming. Aha, interessant. Machen wir weiter. Was ist dein Beruf? Zeitarbeiter. Ah, Angestellter. Ah, interessant. Gut, das war's. Vielen Dank. Ja, ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut. Und meine Facey ist mal wieder stehen geblieben. Jawohl, da ist sie wieder.
Mein Leben ist mit Freude erfüllt, wenn ich nach der Arbeit... Achso, mit ihm haben wir ja schon geschnackt, okay. Pokémon sind schon erstaunliche Wesen. Sie stellen sich mutig ihren Gegner, auch wenn er doppelt so groß ist wie sie. Haha, nicht auf Größe oder Körperkraft kommt es an, sondern allein auf die Stärke des Herzens. Verglichen mit einem Kreuzfahrtschiff ist das hier eher sehr klein, aber für einen romantischen Ausflug aufs offene Meer spielt die Größe keine Rolle. Oh Gott, wie groß das hier alles ist! In meinem Beutel sind 6 Pokébälle. Viel lieber wären mir natürlich Super- oder Hyperbälle. In diesem Pokémon-Supermarkt kaufen zu können, musst du jedoch zunächst einige Orden erringen. Bevor du dich der Herausforderung der Arena stellst, solltest du prüfen, ob du genau genug Tränke bei dir hast. Yes. Die Arenaleiter prüfen die Bande, sprich die persönliche Beziehung zwischen einem Trainer und seinem Pokémon-Team. Hier waren wir noch nicht. Alles klar, hier ist keiner, alles gut. Ein leeres Gebäude. Überall stehen PCs rum, aber kein Sicherheitsmann, alles klar. Mein Pokémon ist so süß. Wenn ich total erschöpft nach Hause komme, mundet es mich wieder auf. Nicht jeder ist zum Pokémon-Trainer geboren, aber seine Pokémon zu lieben und mit ihnen zu spielen, das ist jedem möglich. Oh Gott. Ah, wo bist du denn? Hey Trainer, zeig mir, was du auf dem Kasten hast. Lassen wir unsere Pokémon kämpfen. Alles klar. Jeder Kampf ist wie eine Choreografie. Also lass uns tanzen. Tänzer Paco, okay. Vegimon. So, beende es mit Zerschneider. Alles klar, erstmal tanzen. Und wie war das? Unschlagbares Rhythmusgefühl, oder? Aber denkst du nicht auch, dass ich mit Tanzpartnern noch besser wäre? Hör mal, finde bitte 2 Partner für mich, okay? Zusammen mit ihnen könnten wir dann Tanztribüne, okay? Jemand, der so angezogen ist wie ich, muss auch ein echter Tänzer sein. Eine Szenerie mit Menschen oder eine Szenerie mit Pokémon. Beides ist unglaublich schön, darum male ich Bilder. Ach ja, das Atelier findest du in der Trent Street. Ich weiß gar nicht, wo ich hin soll. Von hier kommen wir her, ne? Was ist hier? Hey. Hey. Worum geht's denn? Was, eine Tanzgruppe? Das klingt ja hochinteressant, aber ich kann keine Bitte von jemandem annehmen, der schwächer ist als ich. Wie wär's mit einem Klang? Sodamark. Fehlt nur noch ein Grillmark. Megasauger.
Du suchst Leute für eine Tanzgruppe? Das klingt wirklich interessant. Ich bin auf jeden Fall mit von der Partie. Schön. Was, hier gibt es sogar Läden? What? Ah, du bist der Musiker. Eine schöne Melodie verbreitet Frohsinn unter den Menschen. Spielt man hingegen ein trauriges Lied und sie betrübt. Das ist die Macht, die Musik über uns hat. Bist du? Wenn ich so diesen Gitarrenklängen lausche, muss ich daran denken, wie ich in jungen Jahren mein Zuhause verlassen und meine Mutter damit zum Weinen gebracht habe. Du bist zum ersten Mal in diesem Café, nicht wahr? Dann habe ich hier etwas für dich. Oh, danke schön. Nach einem stressigen Arbeitstag kann man hier einfach mal die Seele baumeln lassen. Schön. Ah, du solltest dein Gesicht sehen, dass ich dich erschreckt habe. Tut mir leid. Hier, nimm dies als Entschuldigung. Oh, danke schön. Ja, ich weiß, was das ist. Kam auch nicht Pokémon irgendwie mal aus der Gasse oder so? Ich weiß es nicht. Nein! Nein. Achso. Ich dachte schon. Die Hauptstraße ist wie immer voller Menschen. Ah, ich kann nur einige ansprechen von denen. Wahrscheinlich, wenn ich eine bestimmte Person anspreche, kriege ich ein bestimmtes Item, ne? Wahrscheinlich, ja. Ich bin zwar kein so großer Künstler, Arti bringe aber auch Künstler wie Arti. Ich bin zwar kein so großer Künstler wie Arti, bringe aber auch das ein oder andere Kunstwerk auf die Leinwand. Und heute würde ich wirklich gerne ein Pokémon vom Typ Gift malen. Zeigst du mir die Inspiration? Haben wir leider kein Gift-Pokémon. Sorry, Bro. Wenn du Artis Gemälde sehen willst, gehst du am besten zur Pokémon-Arena. Im Moment behandeln unsere Ausstellungen Werke, in denen sich die Motive der vielen Legenden der Einheitsregion widerspiegeln. Kann man sie auch anschauen? Nicht wirklich, okay. Ja, hier kann man das legendäre Stratos-Eis kaufen, aber ich bin der Letzte in der Schlange, der noch eins bekommt. Du musst ein anderes Mal wiederkommen. Alle reden von diesem Geschäft. Es war klar, dass es hier so einen anderen gibt. Das Eis hier ist der absolute Renner. Um diese Spezialität zu genießen, bin ich extra aus Gavina angereist. Endlich kann ich es genießen. Ich muss lange dafür anstehen. Hallöchen, na, wie wäre es mit einer erholsamen Massage für deine Pokémon? Gerne. Und da komm, Ephoserp, für dich. Na fein, dann will ich gleich mal loslegen. So, die Massage hat ihre Wirkung nicht verfehlt. Das Pokémon hat jetzt ein wenig mehr Zutrauen zu dir gefasst, ey. Wenn es dem Pokémon gut geht, geht es mir auch gut und ich habe ein Lächeln auf dem Gesicht. Dieses Lächeln überträgt sich wieder auf die Pokémon und macht sie fröhlich. Na, Pikachu. Von hier aus sieht man den Fernseher wirklich ziemlich schlecht. Nicht, dass dich das großartig beschäftigen müsste. Untersuche Objekte, die dir interessant erscheinen. Wer weiß, vielleicht findest du ja mal ein verstecktes Item. Und wirf ruhig öfter mal einen Blick auf die Karte. Vielleicht entdeckst du so ja Orte, die du noch aufsuchen solltest. Vergiss auch nicht, mit den Menschen um dich herum zu sprechen. Vielleicht entstehen auf diese Weise ein paar wunderbare Freundschaften.
Wie sagt der Volksmund so schön? Gut erholt ist halb gewonnen. Wie war? Wie war? Mit der Attack-Erholung kann man Pokémon schlafen schicken und ihnen so die Möglichkeit geben, sich zu regenerieren. Meine Pokémon habe ich das bereits beigebracht, also darfst du jetzt gern daran. Dankeschön! Nein, danke, brauche ich nicht. Erstmal. Wer weiß, welchen Arena-Leitern wir immer noch so begegnen. Und wir müssen immer noch einen Tänzer finden. Er sah so einsam und verlassen aus. Da habe ich mir gedacht, ich lese ihm ein wenig aus diesem Bilderbuch vor. Wenn du willst, kannst du auch gerne zuhören. Dann will ich eine Geschichte mal weitererzählen. Das Zorora war munter seelenallein und so tat es das Einzigste, was es tun konnte. Es machte sich auf die Suche nach seiner Mutter. Hast du schon mal einen Zorora gesehen? Ich kann dir gerne eins zeigen, was das für ein Pokémon ist. Ein Zorora hat die Fähigkeit, die Menschen zu verzaubern. Das mit dem Verzaubern hört sich zwar gefährlich an, aber ich mag das Zorora. Einfach, weil es eben so süß ist. Nanu, warum wirst du denn auf einmal so rot? Scrubbro? Viel Erfolg! Tag, ich bin der Spieldirektor. Ah, du bist dabei, die Seiten deines Pokédex zu füllen? Sehr loblich. Wenn sich daran einiges angesammelt hat, musst du mir es unbedingt mal zeigen. Ah, wahrscheinlich... Hi, was tust du? Ich bin doch gerade dabei, das Ende des Spiels fertigzustellen. Ah, das ist das Entwickler hier mit Nintendo und Game Freak, hier sind die Designer und so. Oh, cool. Nice. Verderb dir doch nicht die Vorfreude. Schau es dir lieber an, wenn du das Spiel selbst anschließt. Ich bin hier für die Grafik zuständig. Pixel-Schubser aus Leidenschaft. Schwupp und wieder ist ein Pixel, an dem ich vorbei... vorbestimmten Platz. Juhu. Warum man danach streben sollte, so viele Pokémon-Kämpfe wie möglich anzutragen und dabei immer stärker und stärker zu werden, ist doch klar, damit man noch mehr Pokémon-Kämpfe austragen kann. Wenn du einmal stark genug bist, dann tritt ruhig mal gegen mich an. Ich bin ein Relaxo. Quatsch, Scherz beiseite, ich bin ein Grafikdesigner. Nur mal so nebenbei, das Item-Überreste ist von allergrößter Wichtigkeit. Das stimmt. Ich bin hier der Sounddesigner. Ich habe mir besondere Mühe gegeben, die Spielszenen immer mit passender Musik unterzumachen. Ist ja auch gut gelungen. Ist dir sicher schon aufgefallen, oder? Ja, das ist schön. Wobei die Musik in den Arenen gefällt mir nicht so wirklich, aber das ist ja auch Geschmackssache. Gehen wir noch schnell ins Pokécenter. Ich muss diesen anderen Tänzer finden. Aber ich habe doch mit allen Leuten schon gesprochen, oder nicht? Obwohl, es ging noch nördlich, ne? Es ging ja noch nördlich weiter. Oder ich musste erst den anderen Typen... mit den anderen Typen schnacken und das ist jetzt erst freigeschaltet. Das könnte auch sein. Das könnte auch sein, theoretisch gesehen. Ich habe eine Idee, wir schauen einfach mal. Aus dem Weg! Hier ging es nämlich noch nach Norden.
Wahnsinn. Ich habe mich richtig gut mit ein paar Leuten da oben unterhalten. War das ein Spaß? Ich wurde ja eigentlich zu der Party da oben eingeladen, doch anstatt mich durchzulassen, schaut der Mann da vorne dem Fahrstuhl immer so streng rein. Jetzt traue ich mich irgendwie nicht. Woher kommst du? Wow, aus Avenitia? Ist ein toller Ort. Möchtest du nach oben? Ja. Ich bin mal so frei und mustere dich ein wenig ein. Sieht nicht so aus, als ob du so gefährliche Gegenstände bei dir trägst. Also gut, du kannst passieren. Danke, Bro. Ist das nicht der andere Tänzer? Doch. Hey Trainer, check out my movies. Have you gone to the next city yet? I learned this move at the musical over there. Pretty cool, isn't it? Ist er das doch nicht? Schade. Herzlich willkommen auf meiner Party. Misch dich ruhig unter die Leute. Die haben sicher viel Interessantes zu erzählen. Ja. Ist glaube ich französisch. Je fiens dem achte on vointure. Oder Spanisch? Ich habe keine Ahnung. Verrätst du mir etwas? Hast du schon mal Stratos-Eis gegessen? Ich habe kürzlich eines ergattern können. Normalerweise ist es aber nur ganz schwer zu bekommen. Hast du das Kleid gesehen, das Camila, das Supermodel, getragen hat? Ja, an ihr sieht es einfach so unglaublich gut aus. Einfach atemberaubend. Mein Freund kommt morgens immer nur ganz schwer aus den Federn. Ah, du bist der, der den Typen immer weckt. Ah, den haben wir aber gesehen. Da haben wir schon gesprochen. Normale Weckmethoden helfen da nicht. Das ist wirklich schlimm. Daher benutze ich immer neuerdings den Weckruf meines Pokémon, um ihn wach zu kriegen. War schön, dass die Entwickler daran gedacht haben. Boah, 5 Leute. Wahnsinn. Am Morgen nach so einer Party ist es nicht so einfach, aus dem Bett zu kommen. Oh, das stimmt. Ja, kann ich leider nicht bedienen. Sieh dir das an. Dein Pokémon-Team ist ja wirklich herzallerliebst. So ein süßes Team sollte eigentlich immer das hier im Gepäck haben. Dankeschön. Anstelle des Weckers habe ich neuerdings mein Pokémon von einem Pokémon und seinem Gesang wecken lassen. Aber irgendwie schaffe ich jetzt trotzdem nicht aufzustehen. Wie kann das sein? Ah, denk mal nach. Nee, warte, ich will mit dem Tanztypen da noch einmal reden. Leider geht es nicht, also müssen wir weitersuchen. Boah, eine ganze zwei ganze Parts nur um die Stadt zu erkunden. Wahnsinn, Alter. Hallo, hallo, ich bin der danke. Ich bin Wahrsagerin auf zwischenmenschlichen Beziehungen spezialisiert. Es gibt auf der Welt eine ganze Menge Leute, die das C-Gear nutzen, um herauszufinden, wie sie miteinander harmonieren. Flitzel, Pika, Pika. Oh, unser erstes Pikachu, das wir sehen. Oder generell anderes Pokémon mal. Ein Pokémon, das du im Tausch erhalten hast, kannst du nicht umbenennen. Der Name spiegelt schließlich die Zuneigung des Originaltrainers wider. Toll, dass man bei Harmonietest diese Herzkonfekte bekommt, nicht wahr? Ich habe im Geheimen ein ganz geheimes Gerät hergestellt. Allerdings gewähre ich nur denen mit dem streng geheimen Passwort die Benutzung. Ist bestimmt falsch, oder? Ach komm.
Man nennt mich den Schlüsselmeister. Warum? Weil ich alles öffnen kann. So ein mysteriöser Clown wie mich hast du bestimmt noch nie gesehen. Nun, Torti, unsere Wege werden sich sicher wieder einmal kreuzen. Bestimmt. Als ich von Berufswegen in Rayono City war, habe ich mir ein Musical angesehen. Hast du schon davon gehört? Ich meine vom Pokémon Musical. Dort tanzen Pokémon mit ganz ausgefallenen Verkleidungen im Takt der Musik. Die Trainer auf Route 4 werden selbst bei Straßenbauarbeiten nicht müde, jedem ihr Talent im Umgang mit den Pokémon zu zeigen. Wo geht's hier lang? Ob du es schaffst, auch die Pokémon auf Route 4 einzufangen? Ah, nein. Hier war ich auch schon, oder? Ja. Aber wir gehen auch mal hier rein. Vielleicht ist der Tänzer jetzt woanders. Also sprich, irgendwo am Hafen, eventuell am Wasser. Ich weiß es aber nicht. Ja, da ist er! Aber wir haben ihn freigeschaltet. Was gibt's denn? Oh, eine Tanzgruppe. Stelle ich mich mit Mitgliedern stelle mich den Mitgliedern unbedingt vor. Aber vorher sollten wir noch kämpfen. Ja, Tatsache. Er ist erschienen. Slam. Beende es mit Zerschneider. Worum ging es noch gleich? Ah ja, die Tanzgruppe. Ich bin auf jeden Fall von der Partie mit. Gehen wir mal schnell nochmal zu denen. Schauen, was passiert. Wahrscheinlich kriegen wir nur irgendeine TM, aber das passt schon. Vielen Dank, eine super Tanztruppe ist dank dir entstanden und so drücke ich meine Freude aus. Münzamulett. Naja. Mit jedem Tanz vermitteln wir eine Botschaft. Oh. Ob Freude oder Trauer, unsere Welt ist so reichhaltig. Okay, und ich danke euch fürs Reinschalten. Ihr könnt gerne ein Abo und einen Kommentar lassen. Wir sehen uns im nächsten Part beim Arena Fight wieder. Bis dann.